Ja, ich forsche über das Immunsystem, insbesondere was passiert, wenn das Immunsystem nicht mehr richtig funktioniert. Ich würde den Leuten erklären, dass ich erforsche, warum bei manchen Menschen sich Entzündung nicht automatisch abstellt, was ja sein sollte, und warum die Entzündung weiter fortschreitet und damit eigentlich ein sinnvoller Prozess, der für die Verteidigung des Körpers wichtig ist, zu einer Erkrankung wird. Man kann Entzündungen sehr gut hemmen, auch mit sehr, sehr gezielten Therapien mittlerweile, die auch sehr gut sind. Aber was man nicht kann, ist, dass man nachhaltig die Erkrankung heilen kann. Dass man eine Methode findet, dass man kurzfristig eine Therapie einsetzt und danach überhaupt nichts mehr braucht, dass die Erkrankung an sich weg ist. Ja? Und das ist eine Herausforderung für die Zukunft. Ich denke, in 10 Jahren wird man sehr wahrscheinlich Therapien haben, die man kurzfristig anwendet und einen sogenannten Reset des Immunsystems erreicht, indem man praktisch dann keine weiteren Therapien mehr braucht. Das chronische Therapieren von einer chronischen Erkrankung wird sich ändern, weil man einfach genau die Schaltstellen weiß, die man drücken muss, um sozusagen dann die Erkrankung komplett abzustellen, ohne dass man weitere Therapien braucht.